Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge da das bisschen weitergebaut oben. Und haben wir überhaupt was zu essen? Warte mal. Nö, wir müssen jetzt auf Jagd gehen, eben ganz schnell. Der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie ein paar Vögel oder Schildkröten finden. Schildkröten gab es doch da hinten. Ach, scheiß auf den Vogel. Ja, Ausdauer ist so für den Arsch. Dann lieber zu den Schildkröten, die kriegen wir sicher. Weil die halt so langsam sind. So, Ausdauer wieder leer. Auch gut. Hier gibt es wieder schönes Seil. Haben wir durch. Mal. Hier, den Luis sehe ich jetzt nicht mehr. Ich hatte gewartet gehabt, bis der vielleicht irgendwie stehen bleibt. Da haben wir Schildkröten. So. Dann gibt es jetzt wieder was zu essen. Jo, den haben wir. Und hier war doch noch irgendwo eine Schildkröte. Da. Da kommt sie. Ne, daneben. Ja, erwischt. Ja, das Problem, das ich jetzt habe, ich kann nicht wirklich rennen. Und ich will nicht herausfinden, was passiert, wenn die Ausdauer auf Null ist. Weil wenn wir jetzt attackiert werden, können wir nicht einfach mal wegrennen. So, wo haben wir Licht? Ich muss jetzt... Das Mikro ist genau vor dem Sichtfeld meiner Tastatur. Konnte jetzt nicht die Tasten sehen, die... So. Ich würde aber zur Sicherheitshalber den auf dem Boot nehmen. Ja, letzten Geldschein reingeschmissen. So, und zweimal Fleisch. Haben wir nichts an Wasser. Stöcke haben wir auch nichts. Komm schon, das Fleisch muss ja langsam fertig werden. Fertig. Ja. Und das nehmen wir auch noch. Problem, das ich jetzt habe, ist, dass warte mal, wir müssen eben einmal zur Insel. Weil da habe ich ja, glaube ich, noch Wasser. Dort müsste ich noch Wasser haben. In der Schildkröte.
So. Da unten haben wir unseren Steg. So, und dann sind wir jetzt da. Oh, sind auch einfach viel zu viele Baustellen hier. Und das Schlimme ist, die Scheiße ist noch nicht fertig. Wir haben hier zum Glück noch was. So. Ich hatte da eigentlich so eine Idee. Können ja eigentlich schon mal hier im zukünftigen Schlafzimmer, das hier ja kommt, und mal ein provisorisches Bett bauen. So. Möbel haben wir. Nein. Hier sind Möbel. Kleines Bett. Würde ich sagen, die. Den bauen wir hier. Oh, ein Seil. 17 Stöcker und 4 Hasenfelle. Da müssen wir auf Hasenjagd gehen. Ich glaube, das machen wir heute mal. Wir gehen heute mal auf Hasenjagd. Ah. In der Seite kann ich das nicht. Okay. Sehr interessant. Finde ich gut, dass man hier abschließen kann. Für den Fall sollten die hier irgendwie mal herkommen, durchkommen oder so. So, dann gehen wir erstmal da hinten pennen in der Hütte. Und gehen dann auf Stock und Hasenjagd. Dann können wir das da auch endlich mal abreißen. Noch ein bisschen. Und da wären wir. So. Früher morgen. Setzen wir den hier auf. Ah. Okay, erstmal was essen. So. Wieder mal zwei Fleisch. Und da wir ja gleich Hasen uns erlegen, kriegen wir erstmal so oder so wieder genug Fleisch. Ja, ist fertig. Nice. Jo, das mit dem Schatten finde ich hier krass. Wie die sich bewegen. So, suchen wir uns mal einen Hasen.
Wachsen da Bäume nach oder was sind diese hellgrünen Dinger da unten? Licht brauchen wir ja nicht mehr. Oh, habe ich jetzt nicht gesehen. Da haben wir einen. Ja. Erster Versuch. Und Hasenfett. So, fehlt noch drei. Da sehe ich einen. Ja. Rennt er schon wieder hin? Hm? Sehe nicht mehr. Nein. Wo ist der Hase? Da. Nein. Wo sind die? Schreckt mich die Möbel. Aber wenigstens noch eine Feder. Da haben wir einen. Nö. Ach, komm schon. Ja, kann doch nichts sein. Habe ich ihn erwischt? Da haben wir einen Pfeil. Hier noch einen Pfeil. Dein. Jo, den haben wir erwischt. Nach wie vielen Versuchen? Alle? Na, Hasenfell haben können wir nicht mehr. Da hinten ist der. Haben wir ihn? Nee. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So. Einmal Fell brauchen wir noch. Da haben wir Fell. Und ja, Mann. Wir haben Fell. Nein. Ja. Gibt gleich was zu trinken. Obwohl, wenn wir die Dinger kaputt hauen, gibt es auch hin und wieder mal Alkohol. Ja. So. Was war das denn? Blöde Möbel. Alkohol. So, noch ein paar Stöcker. Huch. Da. Dein Schädel. Wir brauchen noch mehr Stöcker. Und haben wir hier was?
Noch nicht genug. Dann trinken wir halt das. Einwohner sind hier noch nicht. Aber hier gibt es Bäcker. Und Chicory. Ja. Ich habe aber eine Idee. Wir machen erstmal das eine Ding da auf dem Boot fertig. Und dann das Bett. Ja, Ausdauer wieder im Arsch, natürlich. Was denn auch sonst? So, dann haben wir das hier jetzt fertig. So, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Stöcker. Die gehen wir eben sammeln. Hallo Hasi. Hier sind sie auch alle schon offen, ne? Irgendwie, warum gibt es da nicht neue Klamotten für mich? Immer nur dasselbe anziehen, ist auch doof. Da gibt's Stöcker. Eins, zwei und drei. So, haben wir wieder 10 Stacks voll. 10 Stacks. 10 Stöcker, Inventar voll. Irgendwie muss ich mich jetzt retten. Moment, ich mache mal kurz das Mikro aus. Ich muss husten. So, hoffe, ihr habt das auch nicht hören können. Also, wenn Mikro aus ist, gehe ich von, nicht von aus. Ja, jetzt habe ich meinen anderen Monitor hier voll gehustet. So, dann können wir die Zeit jetzt nutzen, um da rüber zu schippern. So, wir wollen das hier. Und sobald unser Bett steht, können wir das da abreißen. So, und angekommen. Los geht's. Ja, komm. Na, sieht auch nicht schlecht aus. So.
Sieben Stöcker. Ich finde es schön, solange wir noch hier so querfeldein durchlaufen können. So, ich mache mir eben aber noch einen Hasen warm. Dann sammeln wir die letzten sieben. So, ja, ein Hase. Ja, komm schon, kann doch nicht so lange dauern, einen Hasen hier warm zu machen. Wie jetzt? Hä? Muss ich vorher mal aufrechterhalten hier oder was? Bei Regen. Komm schon. Ja, der ist fertig. Und dann können wir hier eben noch mal einen Schluck nehmen. Solange es regnet, kann der wieder voll werden. Ja, es regnet noch. Hier ist auch voll. So. Und ja, die haben wieder schön neue Totems aufgestellt. So, und da ist noch ein Tuch. Ah, wie fleißig die ihre Totems aufstellen. Aha, okay. Habe mich jetzt mit Dreck eingesäumt. Bin ich jetzt nicht mehr so leicht zu erkennen, oder wie? Können die mich jetzt nicht mehr sehen? Ich hatte kurz gedacht, die Bäume da sind die. Boah, der Lurch. Letzter. Jetzt ist das Inventar voll. Können wir jetzt wieder zum Boot rennen und unser Bett fertig bauen. Ey, man muss schon sagen, es sieht von hier oben einfach krass aus. Da hoch kommen wir nicht. Und dabei ist er noch lange nicht fertig. Aber es sieht einfach bombastisch aus. So, einmal drehen. Und dann so.
da können wir gleich schon anlegen. So. Und umgelegt. So, da steht es. Ja, Mann. So, wir nehmen wieder rot. Dann können wir das da hinten endlich abreißen. Und wir können auch das hier eben nutzen. So, ich merke schon, meine Stimme verschwindet schon langsam ein bisschen, weil ich ein bisschen husten muss. So, es tut mir leid. So, jetzt hört man meine Stimme wieder vernünftig. Boah, wenn so ein Kloß im Hals ein bisschen ist, dann merkt man extrem, wie die Stimme so am Verschwinden ist. So, und das da können wir jetzt eben abreißen gehen. Im Grunde von den drei Dingen da, die wir da haben. Die Flagge, das Haus und die hier Lagerfeuer. Das sind eigentlich gar nicht mehr hier. Schlafen tun wir eh in der Hütte da auf der Insel. Essen und Trinken kriegen wir hier auch unterwegs. Und die Flagge ist ja einfach nur eine unnötige Markierung, weil dieses Hütten-Symbol sehe ich hier auch. Es wäre vielleicht schlau, würde ich einmal hier Gebäudezerstörung wieder einschalten. Komm, so. Ja. Der ist kaputt. Dann das hier noch. Baumstämme kann ich nicht mehr behalten, ne? Schade. Und den hier. Dann können wir das wieder einschalten, ausschalten. So. Und wieder zurückschippern. Und so. Vor allem hier ist es deutlich sicherer vor den Ureinwohnern als da vorne auf dem Festland. Denn ich habe keine Ahnung, ob man hier auch nachts von den Ureinwohnern irgendwie als Geisel genommen werden kann. Aber hier bin ich vor Angriffen so gut wie immer sicher. Kann dann auch definitiv wahrscheinlich auch in Ruhe pennen gehen, ohne die Sorge zu haben, dass ich dass das Spiel es nicht zulässt, gerade weil ein Ureinwohner in der Nähe ist oder so, oder ich mit denen in Konfrontation bin. Können wir hier einmal so aufschließen zur Not, so zu, dann kommen die hier nicht mehr durch. Gebäudezerstörung ist eh aus, also ja.
Okay, schlafen können wir noch nicht. Aber wir gucken schon mal auf die Insel. So, dann würde ich auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Dieser kleinen Jagdfolge. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich war's, euer Maxeus und ciao.